Frau Präsidentin Schäfer, sehr geehrter Herr Vizepräsident Sterzenbach, liebe Mitwirkende an der Podiumsdiskussion, als da sind Frau Kreisler, Herr Alloser und Herr Senter Heise, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst einmal begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier im Landtag. Und wenn ich zu Beginn dieser Veranstaltung auf unsere Landtagsfestschrift verweise, die wir vor einigen Wochen aus Anlass des 75. Bestehens des Landtags Nordrhein-Westfalen erstellt haben, dann mag das vielleicht auf den ersten Blick so aussehen, als wollten wir uns selber hier loben. Aber das Buch ist auch gut geworden, natürlich. Aber es geht mir um was ganz anderes. Es geht mir nämlich darum, dass ich mich über die Seite 198 dieser Festschrift freue. Jetzt sind bei Ihnen viele Fragezeichen in den Augen zu lesen. Das ist ganz normal. Aber mir ging es eigentlich genauso, denn diese Seite kannte ich zuerst nicht. Aber sie hat mit unserem Abend hier zu tun. Sie hat mit dem Landtag von Nordrhein-Westfalen zu tun. Und sie hat mit dem Projekt Megia Ihres Verbandes zu tun. Weil auf der Seite 198 steht ein Mann am Redepult oben im Plenarsaal unseres Landtags und wir schreiben das Jahr 1954. Vor ihm sitzt im Plenarsaal der Bundespräsident, das war Theodor Heuss, und die Abgeordneten. Und hinter ihm hängt die Flagge des Staates Israel. Der Mann ist Leo Beck. Unglaublich, ein wirklich historisches Foto, ein bewegendes auch noch dazu, die israelische Flagge mit jenem Stern, der 10 Jahre zuvor noch stigmatisierend war, in einem deutschen Parlament. Nach allem, was geschehen war, unglaublich. Eine historische Rede, die viel Zuspruch, aber auch Widerspruch in der ganzen Welt hervorgerufen hat. Widerspruch nicht wegen ihres Themas, sondern Widerspruch, weil Leo Beck im Land der Täter vor einer staatlichen Institution gesprochen hat. Und auf dieses Foto haben Sie, Herr Sterzenbach, uns aufmerksam gemacht. Und so ist es eigentlich auch zu diesem Abend hier gekommen. Heute, vor einer Woche, genau am 9.11., haben wir mit Marina Weißband und Michelle Friedmann hier diskutiert. Und heute diskutieren wir mit Ihnen, Sandra Kreisler, Grisha Alloser und Michael Sentai-Heise. Das Thema ist die Frage nach dem jüdischen Leben. Und da will ich eines sagen. Einerseits bin ich froh, dass wir diese Frage stellen und hier auch diskutieren. Dass wir uns bekennen zum jüdischen Leben in unserem Land. Und andererseits spüre ich aber, dass es noch besser wäre, wir müssten sie uns erst gar nicht stellen. Denn dort, wo sie gestellt werden muss, scheint etwas außer Ordnung geraten. Gibt es Störungen. Und diese Störungen heißen natürlich Antisemitismus und Judenhass. Sie haben hässliche Gesichter und fürchterliche Folgen. Unsere Verfassung ächtet sie. Unsere Demokratie zielt ja auf einen größeren Zusammenhang. Unser Grundgesetz schützt nicht einzelne Religionsgemeinschaften oder Gruppen. Es schützt die Würde des Menschen und es proklamiert eben die Gleichheit aller Menschen. Und das ist auch der Kontext unserer Verortung des Themas heute. Und da bin ich froh darüber, dass Ihr Verband das große und wichtige Thema der jüdischen Redner und Rednerinnen und der Reden nicht jüdischer Rednerinnen und Redner in der Geschichte unseres Landes beleuchtet. Von Mose über Marcel Reich-Ranicki bis Angela Merkel, sie tun das im Zusammenhang mit dem Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben. Sie tun es aber, glaube ich, vor allem aus Überzeugung. Und da ist der Ort eines Parlamentes des Landtages gerade würdig, weil er öffentlich ist einerseits und auf dem Boden der Demokratie steht.
Ich finde es dufte toff, dass wir heute Abend Tacheles reden mit Menschen, die sich ums Reden kümmern und um unser Land. Von daher abschließend nochmal herzlich willkommen hier im Land. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, Herr Cooper, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Mitglieder des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, liebe Mitglieder des Verbandes der Redenschreiber deutscher Sprache, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. So sah das ungefähr aus, als früher die Redner vor ein Publikum traten. Sie hatten eine Schriftrolle, aus der sie ihre Reden deklamierten. Im Hebräischen heißt Schriftrolle Megillah. Und so heißt auch unser Beitrag zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Megillah ist eine digitale Sammlung von Reden aus der jüdischen Geschichte und Gegenwart. Die allererste Rede finden wir übrigens im Alten Testament, in der Tora. Es ist die Rede von der Erschaffung der Welt. Bereshit bara Elohim et ha Shamay ve et ha Aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes, schwingend über dem Antlitz der Wasser. Gott sprach, Licht werde, Licht ward. Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott sah das Licht, dass es gut ist, und schied es zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott rief dem Licht Tag, und der Finsternis rief er Nacht. Abend ward und Morgen ward, ein Tag. Soweit aus der Übersetzung der Schrift von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Wir alle wissen, wie es weiterging. 6 Tage lang sprach Gott und schuf durch seine Rede den Himmel und die Erde, die Meere, die Sonne, den Mond, die Sterne, Pflanzen, Vögel, Fische, Landtiere und schließlich den Menschen. Es war nicht nur die erste Rede der Welt, sondern auch die anstrengendste. Erschöpft von seiner Schöpfung, ruhte sich Gott am 7 Tage aus. Und so verdanken wir dieser uralten Rede, dass wir einen Sonntag und einen Schabbat haben, an dem wir auch ausruhen können. Lieber Herr Cooper, ich möchte mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Ganz, ganz vielen Dank, dass Sie uns so großartig und großzügig unterstützen. Und ich möchte mich auch bedanken bei Herrn Dr. Schreiber, dem ersten Vorsitzenden des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, der uns auch sehr großzügig unterstützt hat und der uns außerdem auch einen Beitrag für Megillah geschrieben hat, nämlich einen Beitrag über den Redner Mose. Und er hat auch bei einem unserer Experten-Talks teilgenommen. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Dr. Schreiber. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Und wir haben ein Programm zusammengestellt, das Ihnen Anregung, Entspannung und Genuss bieten wird. Im Mittelpunkt steht unser traditionelles Salongespräch, bei dem wir diesmal Tacheles reden wollen. Über den wachsenden Antisemitismus hierzulande, der nicht nur die Juden, sondern uns alle betrifft. Bei dem wir nicht wegsehen oder gleichgültig sein dürfen. Darüber hinaus wollen wir über die Frage nachdenken, wie wir künftig Gedenken gestalten, wenn es keine Zeitzeugen des Holocaust mehr geben wird. Unsere Präsidentin Jacqueline Schäfer hat dazu gleich auf dem Podium kompetente Gesprächspartner zu Gast, die Schauspielerin, die Söse und Autorin Sandra Kreisler, den Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Handelskammer in Tel Aviv und Präsidenten der israelisch-deutschen Gesellschaft Grisha Alroy Arloser und aus Düsseldorf Michael Senter-Heise, langjähriger Direktor der hiesigen jüdischen Gemeinde. Vorab aber erteilt uns das Theater Michholz einen Schnellkurs in jüdischem Leben, wie eine Zeitung das Musikkabarett Die Juden bezeichnet hat, aus dem wir gleich Ausschnitte dargeboten bekommen. Im Anschluss sind Sie dann auch ganz herzlich zu einem weiteren Zusammensein eingeladen, bei einem jüdischen Buffet im Koscher-Style. Für alle, die den VRDS nicht kennen, noch ein paar Worte zu unserem Verband.
Unsere Mitglieder sind professionelle Redenschreiberinnen und Redenschreiber, viele davon Freiberufler. Aber wir haben auch angestellte Mitglieder in unseren Reihen. Über das Redenschreiben hinaus arbeiten viele von uns auch als Redencoaches und Medientrainer oder sind Experten für umfassende Kommunikationsaufgaben in Wirtschaft, Politik, Verwaltung und verschiedenen Institutionen. Wir schreiben auch für private Anlässe, Geburtstags- und Jubiläumsreden, Hochzeitsreden und Trauerreden. Der VRDS wurde 1998 in Bonn gegründet. Und die Idee dazu hatte Dr. Thilo von Trotha, der ehemalige Redenschreiber Helmut Schmitz. Er ist heute unser Ehrenpräsident und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute Abend hier bei uns bist, Thilo. Zweck und Ziel unseres Verbandes ist unter anderem die Förderung der Redekultur. Das machen wir auf vielfältige Weise. Wir waren zum Beispiel Initiator des jährlichen Jugendredeforums im Sächsischen Landtag, das letzte Woche zum 18. Mal stattgefunden hat. Einen Beitrag zur Redekultur leisten wir außerdem mit unseren Analyseprojekten. Seit 2009 bewerten unsere Analyseteams regelmäßig Wahlkampfrednerinnen und Redner und seit 2014 die Reden der Vorstandsvorsitzenden bei den Hauptversammlungen der DAX-Unternehmen. Das ist auf positive Resonanz gestoßen und hat sich, wie uns bescheinigt wird, spürbar auf die Qualität der Reden ausgewirkt. Als beste Redner haben unsere Analysten übrigens schon zum wiederholten Male zwei Repräsentanten aus Nordrhein-Westfalen gekürt. FDP-Chef Christian Lindner und Tim Höttges von der Deutschen Telekom. Meine Damen und Herren, einen besonderen, bisher kaum beleuchteten Aspekt der Redekultur widmet sich unser Projekt Megillah, jüdisches Leben in Reden. Wie eingangs gesagt, handelt es sich um ein digitales Projekt, eine Online-Sammlung von ausgewählten Reden aus der Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens, die wir auf unserer Webseite vorstellen. Mitglieder unseres Verbandes und zahlreiche Gastautoren haben dazu Beiträge verfasst. Es ist eine sehr interessante Sammlung, die wir stetig erweitern. Sie finden sie im Netz unter www.vrds.de/Megillah. Die Liste der Persönlichkeiten, deren Reden wir dort vorstellen, reicht von Mose bis Marcel Reich-Manitzky, von Thomas Mann bis Henrik Broder, von Charlotte Knobloch, bis Angela Merkel. Spannend ist auch die Erinnerung an historische Persönlichkeiten, die heute kaum noch bekannt sind, obwohl sie es verdient hätten. Zum Beispiel Josef von Rosheim, ein Zeitgenosse Martin Luthers, der vor 500 Jahren erfolgreich für die Rechte der Juden eintrat. Ebenso der Hamburger Jurist Gabriel Rieser, 1806 bis 1863, ein begnadeter Redner, der im 19. Jahrhundert die Emanzipation der Juden in Deutschland vorantrieb und der als erster deutscher Jude in ein Richteramt. Die längste Rede, die wir auf Megillah vorstellen, hielt der israelische Generalstaatsanwalt Gideon Hausner im Eichmann-Prozess vor 50 Jahren in Jerusalem. 3 Tage lang dauerte seine Klagerede in einem Prozess, der der ganzen Welt das Ausmaß der Verbrechen der Nazi-Diktatur vor Augen geführt hat. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Herrn Emil Brachthäuser, Generalstaatsanwalt AD Düsseldorf und Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Düsseldorf, der aus seiner juristischen Perspektive die Wirkung dieser Rede für unser Projekt profund analysiert hat. Vielen Dank. Ein besonderes Zeitzeugnis ist ein Podcast, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, anlässlich des Gedenkens der Novemberpogrome von 1938. Jacqueline Schäfer und Thilo von Trotha haben über die Entstehung der Rede von Helmut Schmidt in der Kölner Synagoge am 9. November 1978 gesprochen, als der als junger Redenschreiber mitgewirkt hat. 40 Jahre nach 1938 war dies das erste bundesweite Gedenken in Deutschland an die Pogromnacht. Hochinteressantes Stück Zeitgeschichte. Die jüngste Rede in unserer Sammlung stammt von Michael Rubinstein von der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Anlässlich des Gaza-Krieges in diesem Jahr, im Mai 2021, der in Deutschland von antisemitischen Ausschreitungen und einer Flut von Hassbotschaften in den sozialen Medien begleitet wurde, fragte er bei einer Kundgebung hier vor dem Düsseldorfer Landtag: Ist das noch unsere Heimat?
Und er antwortete den Antisemiten und Randalierern: Sie können noch so schreien, sie können noch so diffamieren und Lügen verbreiten. Dies war, ist und bleibt unser Zuhause, unsere Heimat, unser Land. Gesagt, Nordrhein-Westfalen feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und hatte mit herausragenden Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer, Johannes Rau, Burkhard Hirsch, Leo Beck, Paul Spiegel weit über die Landesgrenzen hinaus maßgeblichen Einfluss darauf, dass jüdisches Leben in Deutschland nach dem Krieg wieder möglich wurde. Ich bin zuversichtlich, dass die maßgeblichen Politiker in Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft an der Seite der Juden und an der Seite des jüdischen Staates Israels stehen werden. Dennoch brauchen wir vermehrt Anstrengungen und neue Konzepte gegen den Antisemitismus. Ich freue mich, dass wir darüber gleich Tacheles reden werden, denn es gibt viel zu tun. Ich danke Ihnen.